Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen in der 15. Schwangerschaftswoche. Mein Baby ist jetzt über 8 cm groß, so genau lässt sich das gar nicht mehr messen. Und es bildet sich die Lanugo-Behaarung. Das ist eine ganz feine Körperbehaarung, die die Haut vor dem Fruchtwasser schützt und dabei hilft, dass das Baby die Körpertemperatur besser regulieren kann. Außerdem streitet die Verknöcherung voran und im Ohrbereich bilden sich die ganzen kleinen Knochen, die dafür sorgen, dass das Baby hören kann. Und in der 15. Woche fängt es dann an, Töne wahrzunehmen und zu hören. Ja, also viele Frauen beschallen ja ihren Bauch mit klassischer Musik. Wenn du also möchtest, dass dein Kind ein großer Dirigent wird, dann ist das zu empfehlen. Je erfahrener eine Frau mit Schwangerschaften ist, desto eher kann sie Kindsbewegung wahrnehmen, sagt man. Und ab jetzt soll es schon Frauen geben, die die Tritte des Babys im Bauch wahrnehmen können. Also ich gehöre nicht dazu, obwohl es meine vierte Schwangerschaft ist. Ich achte schon immer ganz genau drauf. Aber vielleicht bin ich einfach zu unsensibel. Also ich merke noch nichts. Ein Thema habe ich die letzten Wochen so ein bisschen vor mir hergeschoben. Aber jetzt ist es soweit. Der Bauch ist da. Und um Umstandsmode komme ich jetzt nicht mehr drum rum. Beziehungsweise um eine Veränderung meines Kleiderschranks komme ich jetzt nicht mehr drum rum. Jetzt machen wir schnell einen Bodycheck. Da schauen wir uns meinen Bauch mal ganz genau an. Und dann gehen wir hoch in mein Schlafzimmer. Und ich zeige euch ein paar Tipps und Tricks, was ich die nächsten Wochen so anziehen werde. Also, mein Lieblingskleidungsstück für die nächsten Wochen, aber auch ganz wichtig für nach der Geburt, ist der Jogginganzug. Er ist bequem, man kann ihn super mit allem kombinieren. Ein bisschen Schmuck, ein farbenfrohes Oberteil, schicke Sneakers dazu. Und schon sieht man auch irgendwie nicht zu sportlich aus, sondern kann sich wunderbar durch den Alltag bewegen. Und ich finde, heutzutage ist der Jogginganzug einfach, gerade wenn er jetzt ein gepflegtes Modell ist, dann ist es wirklich ein Alltagskleidungsstück, was man überall anziehen kann. Und vor allen Dingen sehr bequem. Deswegen, ich liebe Jogginganzüge. Kleider. Ich liebe meine Kleider und die Kleider begleiten mich jetzt die nächsten 3-4 Monate und sind halt auch nach der Schwangerschaft super bequem zu tragen. Das müssen Kleider sein, die aus einem weichen Material sind, also das total angenehm auf der Haut ist. Also man ist ja total intolerant gegenüber kratzenden Stoffen in der Schwangerschaft. Dann sollte es untailliert sein und halt ja ein bisschen locker sitzen. Es kann wunderbar mitwachsen und ja, so hat man immer irgendwie was einigermaßen Schickes an mit diesen bequemen Kleidern. Dazu Strumpfhosen, flache Schuhe, Kleider. Das ist mein absoluter Favorit. Gemütliche Leggings mit Oversize-Pullovern. Das kann man jetzt wirklich zu allem anziehen. Die Leggings müssen ja nicht so bunt geblümt sein. Man kann ja auch eine schwarze Leggings nehmen und einen schwarz-weißen Pullover. Und schon kann man so auch ins Büro gehen mit einem vernünftigen Schuh dazu. Leggings und lange Pullis, das ist für mich das absolute Nonplusultra für die nächsten, ja bestimmt 3-4 Monate. Der Bauch kann ja hier auch ein bisschen mitwachsen und die Sachen kann man auch ganz toll nach der Schwangerschaft anziehen. Denn ganz, ganz wichtig, das weiß man vielleicht in der ersten Schwangerschaft noch nicht. Es dauert nach der Geburt bestimmt ein halbes Jahr, bis du deine normalen Sachen von vor der Geburt an, also vor der Schwangerschaft anziehen kannst. Und deswegen sind jetzt die nächsten Monate auch so wichtig. Also es macht keinen Sinn, diese Phase sich durchzumogeln und keine vernünftigen Sachen zu Hause zu haben, weil das, was du jetzt anziehst, brauchst du auch nach der Entbindung ein halbes Jahr. Deswegen sind die Sachen jetzt besonders wichtig und du solltest sie gerne haben. Das ist ein Outfit, welches auf jeden Fall sehr gemütlich ist
und trotzdem ein bisschen schick aussieht. Und zwar eine lange Bluse, davon hat man ja eigentlich auch vor der Schwangerschaft welche zu Hause, sprich Blusen, die nicht unbedingt hier enden, sondern unter den Hüftknochen auf jeden Fall oder sogar noch länger sind. Denn wenn der Bauch wächst, dann schiebt sich ja die Bluse nach oben. Und dazu Jeggings, also keine Jeans und keine Leggings, sondern ein Zwischending. Eine Jeggings hat zwar einen Knopf, aber den kann man nicht öffnen. Also sie lässt sich dehnen wie eine Leggings, sieht aber aus wie eine Jeans und hat sogar Taschen und ist wahrscheinlich sehr ja, bürotauglich und man sieht auf jeden Fall vernünftig angezogen aus und keiner vermutet, dass man jetzt Umstandsmode anhat. Also ihr Lieben, ich fasse zusammen. Für die nächsten 3-4 Monate braucht ihr noch keine klassische Umstandsmode, sondern müsst bei eurer Kleidung einfach auf ein paar Details achten. Die Oberteile müssen länger geschnitten sein, sollten auf keinen Fall tailliert sein, die Stoffe müssen bequem und weich sein, wir sind sehr empfindlich und die Hosen sollten ganz elastisch im Bund sein. Dann könnt ihr das Thema Umstandsmode noch ein bisschen vor euch herschieben und ihr könnt bei den Sachen, die ihr jetzt für die nächsten 3 Monate euch zulegt oder vielleicht auch schon habt, auf Qualität achten. Denn es werden auch die Sachen sein, die euch nach der Schwangerschaft die 6, 7, 8 Monate begleiten, denn es dauert ein Weilchen, bis man seine alte Figur zurück hat. Ich hoffe, es waren Tipps für euch dabei. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen mit dem Mythos aufräumen, dass Schwangere irgendwie nur Säcke anziehen dürfen. Nein, wir können uns modisch und hübsch kleiden und farbenfroh und strahlen und leuchten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Wenn ihr Anmerkungen habt, noch mehr Tipps habt, die ich vielleicht vergessen habe, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir alles in die Kommentare rein. Ich freue mich, von euch zu hören. Ciao, bis zum nächsten Mal. Gemeinsam werden wir kugelrund.